der Eisstock mit Stiel, Stockkörper und der Grundplatte. Bei den Grundplatten gibt es verschiedene Farbabstufungen, die wieder die Schnelligkeit der Platte kennzeichnen. Blau ist langsam, grün ist schnell. Jeder Spieler hat die Chance, sich den Stock auszusuchen, den richtigen Stiel mit der Stiellänge für sich zu suchen und mit der Plattenauswahl die Umsetzung der Kraft und der Technik. Das Mannschaftsspiel hat 6 Kehren und pro Kehre hat jeder Spieler einen Versuch. Der schwarze Puck wird bei uns die Taube genannt und ist aus Gummi, Hartgummi. Der Stock, der am nähersten bei diesem Puck, bei der Taube ist, dieser Stock hat das Spiel gewonnen. Ja, beim Abspiel gibt es schon verschiedene Techniken. Das Wichtigste ist, dass man den Stock möglichst schnell als ruhig auf die Eisfläche bringt. Wir haben Spezialisten, die bringen den Stock mit dem sogenannten Wappelversuch ins andere Feld. Hat den Vorteil, dass nicht so ein großer Kraftaufwand dabei ist und die Zielgenauigkeit höher ist.